Los, glaube ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf der BG-Farm Haut Online Farm. Mit dabei haben wir heute den Lamisep Schweizer, Darky, Holzjogel, Jörgi, Raster und einen Gast. Lieber Gast, sag mal was. Hallo. Der liebe Prodax heute zu Gast. Grüß dich, Prodax. Ja, Grüße zurück. Danke für die Einladung. Ja, wer hat den eingeladen? Wer war das? Natürlich. Der Schweizer hat den Schweizer eingeladen. Ach, Jörgi. Sehr gut. Endlich mal fähiges Personal. Was? Ich hatte mal Erfolg beim Prodax überreden mitzumachen. Das genau. Wollte er nicht. Was wollte er nicht? Das wollte Prodax nicht mal mitmachen. Ja, weil er schüchtern auch. Ist. Nee. Ja. Doch. Schüchtern ist er nicht. Anscheinend schon. Also wer die FSL moderiert vor tausenden von Leuten, der ist nicht schüchtern. Ja, ich habe immer noch ein bisschen Lampenfieber, aber das geht. Immer noch jetzt? Heute mach mal schneller. So. Ja, ich hab's gleich. Back. Ich stell mir das VCA-Dings gerade ein. Was leckt denn da so wie Hulle? Wahrscheinlich Autosave. Ah, Alter. Ja, Jörgi will heute irgendwie nicht mitspielen, hat er gesagt. Doch, will ich. Aber er fährt lieber den Mais nieder, als er den häckselt. Ja, wenn der Häcksler nicht stehen bleiben würde. Jörgi, ich glaube, der Zug ist nur frei. Den kennst du nein, schon. Nein, weiß man nicht. Alter, wenn du 2 Wochen lang Zug fährst, hast du es auch geschafft hier. Oder du fährst einfach ständig die Fähre. Was da? Ja, oder so. Junge, jetzt muss ich hasse diesen neuen Mod. Du musst ihn also nicht morgen. Warte mal, wir haben 2 neue Mods mit drauf. Wer kann das erklären? Wer ist daran schuld? Schweizer. Einerseits ich und einerseits Lami. Okay, was habt ihr da drauf gemacht und warum flucht jeder darüber? VCA-Mod ist ein Getriebemod und so Zeug. Ist auch ein GPS eingebaut. Und keine Ahnung, warum auch jeder. Auch bei Missionsfahrzeugen? Macht keine Sau. Doch. Ja, Raster als Fan habe ich gehört, ja. Und du kannst dir die Fahrzeuge auch schneller machen. Wie? Da ich die gleich, weil mein wie sich aufgehangen hat. Oh nein! Oder nicht? Nee, was hat sich aufgehangen? Dein Spiel. Es gibt genau ein Fenster im Escape-Menü, das sich bei mir immer aufhängt. Also bei mir immer ewig braucht, bis ich schließen kann. Ah, noch so einer. Ha! Endlich. Sag mal, haben wir nur Leute mit Handicap hier? Ja, ich glaube schon. Ja. Alter. Willkommen bei BG. Katastrophe. Ich würde sagen, ja, wir haben ja auch Prodax jetzt da, also von dem hier. Hashtag mit Profis, ja. Ja, das ist schön. Error, Profis nicht gefunden. Gibt's eigentlich schon wieder Biogas? Keine Ahnung. Ach, wenig. Wo bin ich? Was machen wir denn mit der ganzen Gärreste? Mist. Das verstehe ich nicht. Kann mir was sagen, wo ich gerade bin? Ja, wir haben so einen Gärreste-Separator. Da schmeißen wir Gärreste rein und es kommt Mist raus. Wo ist denn der? Bei der BGA. Also, warte mal, dann würde ich mal umfüllen, aber warte mal, was ist denn was? Beziehungsweise, wie transportiere ich das? Mit dem Fass, das irgendwo rumsteht. Aber da, was muss ich da drunter fahren mit dem Fass? Mit dem, ja, den Dingen, wo auch die Gastanks live sind. Ja, okay. Oh nein. Holzi, treibst du dich rum? Im Escape-Menü. Warte, warum ist Lami schon wieder voll? Das frage ich mich auch, warum ich bei der Hälfte vom Feld voll und selbst war man gerade halb voll, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist Magic. Ja. Also Sepp vielleicht den größten Tank oben drauf hat? Ich würde gerade sagen, da hat jemand gut konfiguriert. Hallo? Naja, so viel was mehr war es ja auch nicht. Also ich habe nur nach Anweise konfiguriert, muss ich jetzt mal so sagen. Oh, vor allem ich tanke jeden einmal ab und ich bin voll. Gibt es hier auch richtige Straßen oder nur Feldwege? Sind schon nur Felder. Sind schon ein paar Straßen dabei, aber die musst du halt echt suchen mit der Lupe. Ja. Und vor allem dann langsam fahren. Okay, Jungs, ich habe eine Herausforderung. Wie bekomme ich den Rückwärtsgang rein? Einmal Kupplung drücken und Schalthebel. Sag jetzt nicht Steuerung Leertaste, weil das klappt nicht. Das habe ich schon versucht.
Nur Leertaste. Nur Leertaste. Geht auch nicht. Funktioniert nix. Nochmals Leertaste? Ich kann also mir den Mod fürs nächste Mal wieder runternehmen. Einmal mit Profis arbeiten. Habt ihr den Rückwärtsgang nicht konfiguriert? Habt ihr nicht dazu gekauft oder was? Also bei mir funktioniert es. Beim LKW hat es auch funktioniert tatsächlich, aber hier drücke ich die Leertaste, es will nicht. Drücke mal Steuerung Leertaste. Habe ich auch schon versucht, geht auch nicht. Da muss ja irgendwann mal die ganzen Pfeile weg sein. Nee, das zeigt immer in eine Richtung. Warte mal, Steuerung C. Oh mein Gott. Alte 4. Das wäre die beste Idee. Warte mal, das mache ich. Nee, ich muss es so lassen. Falls bewegen wir deinen Arsch. Du musst Steuerung Leertaste drücken, damit du das ein- oder ausschaltest. Habe ich versucht, Lami, glaub mir das. Dann ist es normalerweise aus. Wenn du Steuerung Leertaste drückst, ist es aus. Willst du mal kurz reinspringen in den Fend, bitte? Ja, warte, ich will nur die Bremse einschalten. Warum? Sonst ist er berg runtergerollt. Verstehe ich gar nicht. Wenn du mich siehst, bist du richtig. Genau. Ach, du wolltest ja Silo schieben, ne? Ich bin dran vorbei. Nee, du warst gerade. Oh. Ja, ich hab's gesehen. Da war was. Du hast Drahtlader, dann kommst du zu mir. Ja, noch eins? Ja. Und jetzt den rückwärts schieben. Holzi. Moment. Wenn das jetzt funktioniert bei dir. Warum soll das nicht funktionieren? Gerade abgesoffen. Drück auf alles drauf. Nein. Wow. Warum? Du hast die beiden Sachen nicht rausgenommen. Versuch mal rückwärts. Geht nicht. Ja, pass auf. Drücke mal Steuerung C. Ja. Dann hast du oben Shuttle. Warte mal. Adaptive Lenkung, die schaltest du mal aus. Jo. Und dann gehst du zwei Reiter weiter nach rechts. Da steht Shuttle Control. Das schaltest du auch aus. Okay. Dann kannst du auch ganz normal fahren. Vorwärts, rückwärts. Ah, ein Träumchen. Danke, Lami. Also ich kann es einfach ausschalten, dann habe ich es so wie immer. Genau. Ja, perfekt. Ich habe Bahnhof gefunden, Leute. Cool. Ehrlich? In der ersten Folge schon? Das ist ja... Eine halbe Stunde. Aber die Wege sind hier sehr, sehr weit tatsächlich. Haben jetzt alle was zu tun? Überhaupt? Ja. Ja. Cool. Wobei, ob es so viel Sinn ergibt, was ich mache, ist die andere Frage. Was machst du? Abfahren, aber meine Bremse macht irgendwie komische Sachen. Dann bist du halt der Zugführer. Ich könnte hier bei den Dreschern noch einen Abfahrer mehr gebrauchen. Jörgi? Ja, yeah. Haben wir gerade beide das Problem? Bremst deine Bremse zu wenig? Du kannst die Bremse höher stellen. Ich habe ja gerade 10 Millionen GPS-Linien. Wie stellt man denn die Bremse höher? Ja, kannst du einstellen, die Bremskraft. Niedrige Bremskraft. Muss sie nach unten oder nach oben? Mehr Prozent ist mehr Bremse, glaube ich. 200%. So. Lagerecht. Ich schau zu, Jörgi, nicht, dass mein Unimog nochmal absäuft. Nein. Hast du Pech gehabt? Jörgi ist ein bisschen demotiviert heute. Ja. Jörgi, was ist los? So. Jetzt habe ich es, glaube ich. Sag mal, Rasta, hast du Gummibärensaft gesoffen oder was machst du da? Ja. Da habe ich es schon wieder bei 65%. Ich habe euch gesagt, kauft den großen, aber ihr wollt ja unbedingt so ein Faltdingens haben. Es nützt ja nichts, wenn der Abfahrer nicht hinterherkommt, dann nützen ja auch keine zwei großen Tanks. Ja. Häufchen machen? Ja. Schade, ja, ich arbeite mit dem Radler, oder? Während der Fahrt abtanken. Deswegen ist es ja schon gar nicht so schlecht. Da kann er wenigstens einen vollen, großen Tank leer machen von dem du Source genommen hast und dann den kleinen. Dann ist er wesentlich richtig voll. Mal eine Frage, wo müssen die... Sonst kommt er wieder und hat nur einen halben abgetankt. Na, schlecht. Wo muss denn das Häckselgut dann hin? BGA. Okay. Da, wo wir unsere fragen, oder die Häcksel hier? Wohin soll die sonst? Unsere, unter der 99, über der 100. Rechts von der 97, links von der 57, 56. Über den 100. Packst du schon gesagt, unterhalb von der 99? Ja, habe ich schon, wollte ich schon. Okay. Also, muss sicher gehen, dass er wirklich fährt, also richtig fährt. Wir haben lieber ein Edding und zeichnet, so das ist sicherer.
auf dem Bildschirm markieren. Bleib doch stehen! Ich stehe. Wie ist heute lecky? Mein Häcksler. Und heute kommt der Berg nicht hoch. Nee, mein Motor ist abgesoffen schon wieder mit dem Mod. Kann ich gar nicht verstehen. Ich denke, du kennst den. Ja, ich kenne ihn, aber ich zocken erst seit ein paar Tagen. Dami? Ja? Hast du morgen Zeit? Für was? Hä? Für was? Für diesen Kackmod. Mod-Entführung. Nimmst du eine Privatstunde bei Lami? Ja. Sind aber teuer, hab ich gehört. Und das Spiel lässt mich nicht abkippen. So Jungs, jetzt reißt euch einmal zusammen. Wir haben einen Gast da, der möchte uns sicher irgendwas erzählen oder mit uns reden. Nein, ich höre euch gerne zu. Das heißt, ich höre die. Gut, was höre ich die ganze Zeit? Nur mi, oder? Das heißt, wo ich hier wäre. Einfach, ja. Das geht nicht. Kannst du mal versuchen, ob du jetzt abkippen kannst? Doch, er sucht doch das Feld. Ja, aber wer lädt's auf? Nee, abkippen beim Silo. Geht nicht. Am Hof. Gibt das Ding aber vor dir an. Fast am Feld, ha? Jungs, mal andere Frage. Seid ihr sicher, dass ihr schon mal LS gespielt habt? Na klar. Einmal nicht. Ich fürchte. Danke. Ja, Raster, ich warte auf meinen Abfahrer. Der war am Bahnhof. Bin schon unterwegs. Kann es sein, dass das Silo voll ist? Keine Ahnung. Theoretisch nicht. Aber es hat noch Platz in der Bucht. Ich weiß zumindest ernsthaft darauf vertrauen, wie das optisch ausschaut. Bist du das sicher? Nee. Du jetzt hier absäufst, ne? Dann bin ich ein Profi. Ja. Ich roll jetzt nur. Aber nicht zu schnell. Nein. Einmal mit Profis. Nur einmal. Sorry. 92. Kannst du nebenfahren auch so. Also entweder nimmt das Silo hier diese Frucht nicht. Ja, egal. Es hat ja auch schon drin davon. Doch, nimmt sie, nur nicht an der Stelle, wo du abgeladen hast. Guck mal, wo ich euch stehen stellen muss. Warte. Nee, gibt's einfach so. Nur auf dem Haufen. Wow. Wir haben nur das eine Feld mit Mais, ne? Ja. Ah, die Drescher, das letzte Feld. Drescher sehen aber schon geil aus, ne? Ah, geht. Huch. Versuch mal mit dem Radlader irgendwas reinzuschieben. Oder mit dem Schlepper, ob das geht. Kann das also einfach Mo nicht angenommen? Oh, was macht ihr denn hier, Alter? So geht's. Hä? Ja. Über den Trigger oder der Trigger ist woanders, warte mal. Ja, eigentlich ist das genau drin. Es kann sein, dass an dem Anhänger liegt, dass der Trigger zu hoch ist. Aber mit dem habe ich ja vorhin auch schon mal abgekippt. Ja, aber es liegt schon was drin. Dann geht der weiter hoch, der Triggerpunkt. Er verschiebt sich ja automatisch, umso mehr reinkommt. Das ist das Problem dann wahrscheinlich. Ach meine Güte. Jetzt geht was rein auf alle Fälle. Also das, was an dem Mod wirklich nervt, sind die Bremsen. Du musst dir nur die Bremskraft einteilen. Ich hab die auf 200% gestellt. Ja, du sollst ja auch nicht schauen, dass dich der eigene Achs überholt, sondern dass du bremsen kannst. Mit Maß und Ziel. Prodax, wann sehen wir uns eigentlich wieder, Prodax? Keine Ahnung. Nächste FSL würde ich sagen, oder? Wahrscheinlich. Die Frage ist jetzt einfach, bin ich leer. Die Frage ist einfach, wenn du es siehst. Oder? Wann und wo vor allem, ja? Ja. Leider, die Fahrung komme ich jetzt online, oder? Ja. Apropos Thema Fahrung, ich sollte vielleicht noch mein Hotel stornieren. Nee, fahr trotzdem hin. Ja, okay. Kannst du das einzige sagen, ich war dabei. Genau. Aber es wird bestimmt irgendjemanden geben, der hinfährt. Irgendwer fährt sicher hin. Hab mir wirklich überlegt, dass ich hinfahren würde. Ja. Einfach so, weißt du, was ich meine? Mal die Gegend angucken. Ja.
Also Urlaub genommen für die Zeit? Ja, ich habe ja eigentlich Freitag und Montag habe ich frei. Ah ja, okay. Kannst du doch, ja. Wollte nicht... Hotel ist ja immer noch reserviert, oder? Wollt ihr nicht irgendwann mit dem Fahrrad hinfahren? Nein. Okay. Welcome war zu kurz. Ich fühle mich nicht betroffen. Okay. Könnten wir theoretisch einfach einen Schlauch legen vom vom Gärrestebecken in den Separator? Keine Ahnung. Vielleicht. Die Frage ist, ob wir das Kühle-Ding hier drauf haben. Nee, haben wir nicht. Beschäftigungstherapie. Ja, da wohl. Ja. Aber es geht ja schnell. Gut, aber liebe Leute, für heute sind wir so fertig. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.